Hallo? Ist überhaupt noch jemand da? Keine Panik. Ich habe noch mal kurz geschwiegen. Ja, schwiegen. Um das geht es in dieser Input-Folge. Und keine Angst, ich schwiege jetzt nicht eine halbe Stunde oder so. Aber hier am Anfang hat es mir gedacht, es passt, mit Schwiegen anzufangen. Und so haben alle wieder mal Schwiegen erlebt. Weil es passiert ja etwas mit uns, wenn wir Schwiegen erleben. Im Sinne von, hängt meine Podcast-App oder habe ich keine Akku mehr? Was ist los? Schwiegen macht etwas mit uns. Und das wollte ich genauer anschauen. Ich frage, warum irritiert Schwiegen im ersten Moment? Wenn diese Pause länger dauert als 1,5 Sekunden, werden wir in der Regel ein bisschen nervös und fangen an zu intervenieren. Ja, und zum Eingrenzen, es geht nicht um das meditative Schwiegen, wo man eine Woche in ein Kloster geht, schwiegt und zu sich findet. Um das soll es hier nicht gehen. Ich suche Alltagssituationen, wo Schweigen besser wäre als Blabla. Ich merke einfach, dass ich immer wieder in Situationen hineinkomme, wo Schweigen angebracht ist. Situationen, wo Reden Silber und Schweigen Gold ist. Obwohl man dort eigentlich nichts sagt, ist das mit einer wahnsinnigen Intimität verbunden. Ich möchte dem Schweigen, wo ja häufig in Kommunikation ein bisschen verteufelt wird, ich möchte dem Schweigen mal eine Chance geben. Ich suche die guten Seiten des Schweigen. Es ist schon ein paar Wochen her, ich hatte dann eine gröbere Erkältung hinter mir, die Stimme noch ein bisschen kratzig, aber sonst über den Berg. Und im Nachhinein ist klar, ja, ich hätte dann eigentlich weiterhin noch ein bisschen Tee trinken, ruhig zu Hause bleiben, ein Buch lesen oder Podcast hören. Was ich aber dann stattdessen gemacht habe, Bier trinken, an ein lautes Konzert, schlechte Luft und ich habe viel zu lang viel zu laut geredet. Und das geht an zwei Konzerten, an zwei Öben nacheinander. Ist ein Fehler gewesen. Meine Stimme hat so gelitten, dass ich mir heute einen Tag Schweigen selber verordnet habe. Kurz im Internet nachgeschaut, Heiserkeit. Und da hilft schon Ingwer und weiss nicht was aus. Aber hauptsächlich die Stimme schonen, indem man sie nicht braucht. Schweigen. Und jetzt rede ich eigentlich das erste Mal wieder für die Aufnahme jetzt ein paar ganze Sätze. Ich hatte dann Familiendienst, musste also daheim den Haushalt mit den Kindern handeln. Das war eine echte Challenge. Ich habe versucht, so wenig wie möglich zu reden. Und wir haben es so ein bisschen spielerisch gemacht und es war eigentlich recht lustig und eigentlich auch ziemlich gut gegangen. Ich habe dann an diesem Tag wirklich praktisch nichts gesagt. Also während dem ganzen Tag sicher weniger als nur schon bis jetzt in dieser Input-Folge. Und dort an diesem Tag habe ich gemerkt, Schweigen ist eigentlich ein ziemliches Power-Tool. Wenn ich dir gleich mal etwas gesagt habe heute, weil es nicht anders ist gegangen, dann haben die ganz wenigen Worte außerhalb vom Schweigen viel größere Wirkung gehabt, als wenn ich den ganzen Tag geredet hätte. Ich fange einfach schon mal an aufzunehmen. Okay, also die Aufnahme läuft. Das ist die deutsche Sprachwissenschaftlerin Sina Lautenschläger. Sie forscht seit über 5 Jahren zum Thema Schweigen. Sie erzählt mir, dass Schweigen je nach Ort auf der Welt ganz eine andere Bedeutung oder ganz ein anderes Gewicht hat. Es gibt nämlich Schweigen- und Redekulturen. Wir zu Europa sind Redekulturen. Ausser die nordeuropäischen Länder, zum Beispiel Finnland, Schweden, die gehören zu den Schweigenkulturen. Auch die asiatischen Länder gehören grundsätzlich zu den Schweigenkulturen. Jetzt, was heisst das? Schweigen- und Redekulturen unterscheiden sich so, dass anders zusammen geredet wird. Es gibt den sogenannten Sprecherinnenwechsel, also Turn-Taking nennt man das. Und in jedem Gespräch kommt man immer mal an einen Punkt, wo das Gegenüber das Rederecht ergreifen kann. Häufig wird es gegenüber eine Pause macht. Bei Redekulturen hat man festgestellt, dass dieses Turn-Taking, dass diese Pause, bevor das Gegenüber das Rederecht übernimmt, wenn die länger ist als 1,5 Sekunden, das klingt jetzt wenig, aber probieren Sie es gerne mal in eigenen Gesprächen aus, 1,5 Sekunden zu schweigen, das kann wirklich höllenlang sein. Wenn also in Redekulturen diese Pause länger dauert als 1,5 Sekunden, werden wir in der Regel ein bisschen nervös und versuchen, die Gefahr des Schweigens zu unterbinden und fangen an zu intervenieren. Also wir stellen zum Beispiel die Frage nochmal genauso, wie wir sie gestellt haben oder wir formulieren sie um oder wir sagen, hallo, hast du mir nicht zugehört oder sowas. Und in Schweigekulturen sind diese Pausen wesentlich länger. Und anhand von diesen Pausenmessungen hat man eben diese Theorie aufgestellt, das eine ist eine Schweigekultur, das andere ist eine Redekultur. Okay, habe ich mir noch nie überlegt so. Und das heisst aber auch, dass wenn wir mit jemandem von einer Schweigekultur reden
und für sie dann eher zu früh in eine Denkpause platzen, dass das Gegenüber irritieren kann. Also während bei uns sozusagen es als unhöflich oder ja, Unwohlsein auslösend gilt, wenn eben zu lange geschwiegen wird oder pausiert wird, ist es in Schweigekulturen, gilt es als unhöflich, wenn man zu früh anfängt zu sprechen. Also wenn man im Prinzip die Denkpause des Gegenübers unterbricht und zu früh anfängt, wieder so, hey, hast du mir nicht zugehört, hast du mich nicht verstanden, soll ich die Frage nochmal stellen, dann fühlen sich sozusagen Personen aus den zum Beispiel nordeuropäischen Ländern im Prinzip gegängelt oder über den Mund gefahren, weil sozusagen in das Schweigen hinein zu früh hineingesprochen wurde. Okay, es kommt also zuerst mal darauf an, in welchem kulturellen Kontext wir schweigen. Und bei uns in der Redekultur reichen also schon 1,5 Sekunden, dass wir einer Pause schweigen sagen. 1,5 Sekunden, das ist von jetzt bis jetzt. Und klar, es gibt natürlich ganz viele verschiedene Arten von Schweigen, sagt Sina Lautenschläger. Es gibt auch ganz beiläufige Arten von Schweigen, die wir gar nicht als Schweigen anerkennen würden. Dass Sie mir gerade zuhören, ist auch eine Form von Schweigen, die wir natürlich brauchen, damit überhaupt Kommunikation, damit Gespräche überhaupt ablaufen können. Weil wenn Sie gleichzeitig mit mir sprechen würden, dann hätten die Zuhörenden zu Hause natürlich ein Problem und wir beide auch, um uns zu verständigen. Und das ist ja auch so eine Form von Schweigen, die wir vielleicht gar nicht so sehr als Schweigen labeln wollen würden, weil es eben so selbstverständlich ist, dass wir den Ausdruck Schweigen darauf vielleicht gar nicht, die Bezeichnung Schweigen dafür gar nicht anwenden wollen würden. Okay, aber wenn könnte man jetzt Schweigen im Alltag einsetzen? Wenn wäre Schweigen eine gute Reaktion? Guten Morgen, Matthias. Der Inputhörer Matthias Dick hat sich auf einen Aufruf von mir gemeldet. Ja, komm, sie sind nass und dreckig. Wir treffen uns bei ihm daheim. Ich bin 53, Vater von zwei Töchtern, bin verheiratet. Er war Sekundarlehrer, hat später 21 Jahre als Berufsschullehrer gearbeitet, davon die letzten 8 Jahre als Schulleiter. Und jetzt arbeitet er seit dem Herbst als Berufsoffizier bei der Schweizer Armee. Und da habe ich das erste Mal gestutzt, ein Berufsoffizier will mit mir über seine Erfahrungen mit Schweigen reden. Ich könnte mir eigentlich gerade eine Input-Folge zum Thema Vorurteil machen. Aber sorry, ich schweife ab. Und ich Matthias sage, dass mich das mit dem Berufsoffizier ein bisschen irritiert hat, winkt er ab und sagt, seine Erfahrungen mit dem Schweigen habe er in der Berufsschule und im Privaten gemacht. Also, zurück zum Thema. Als Matthias meinen Aufruf zum Thema Schweigen hat gehört, hat er realisiert, dass Schweigen eigentlich ein wichtiges Thema ist in seinem Leben, dass er seit Jahren bewusst mit Schweigen arbeitet. Und das hat sich für mich eigentlich herauskristallisiert, dass es für mich, wenn ich das bewusst einsetze, eine Art wie zwei Formen von Schweigen gibt. Es gibt auf der einen Seite das absolute Schweigen, wo man wirklich nicht redet zusammen. Und dann gibt es von mir aus gesehen ein Schweigen, das nicht unbedingt ein stilles Schweigen ist, sondern ich sage mehr ein inhaltliches Schweigen. Das war inhaltliches Schweigen nennt, hat er vor allem als Berufsschulleiter angewendet. Wenn jemand mit einem Anliegen kam, hat er zugelassen, nicht gewertet, nicht kommentiert, nicht geurteilt, nur nachgefragt und die Leute reden. In vielen von diesen Fällen sind, ich weiß nicht, ob ich damit sagen soll, die Lösungen oder Perspektiven sind von den Leuten selber gekommen, indem ich ihnen dort eine Art des Gefäß gegeben habe, wo sie in einem vertraulichen Umfeld können reflektieren, sich selber reflektieren, die Situation reflektieren. Und das ist etwas, was ich gemerkt habe, dass das sehr vielen von den Leuten geholfen hat. Das habe ich entsprechend auch zurückgemeldet bekommen. Und das andere Schweigen, dem, was Matthias absolut Schweigen sagt, hat er eingesetzt, wenn MitarbeiterInnen oder auch Freunde in ganz schwierigen Situationen waren. Zum Beispiel Tod von nahen Leuten oder bei einer Trennung. Ganz bewusst im Moment, egal ob das irgendwo am See ist oder auf einer Bank oder danach auch halt in einem Restaurant bei einem Getränk oder so. Man ist da. Aber die eigentliche Situation wird gar nicht angesprochen. Sondern es kann wirklich sein, dass dort im Moment lang einfach Stille ist und dass der, ich sage jetzt mal, der Mehrwert der drinnen liegt, zu wissen, das Gegenüber weiss, wie es mir geht, es kann nachvollziehen, wie es mir geht, es weiss, dass es im Moment nicht so gut ist bei mir und wir müssen es jetzt auch nicht zu Tode reden. Und es sind schon bei dir vorgekommen, dass er so mit jemandem ganz gezielt geschwiegen hat. Mit allen Personen würde es aber nicht gehen. Da muss ich das Gegenüber sehr, sehr gut kennen.
Ich denke, ich muss dort auch einen gewissen Vorlauf haben zur Situation, in der sich das Gegenüber drin befindet. Da sind wir eben jetzt danach Gedanken zur Situation oder wie ging es mir in dieser Situation, dass ich mir diese Gedanken schon machen konnte. Und wenn man erst so zusammen schweigt, dann sind das ganz intensive Momente. Obwohl man dort eigentlich nichts sagt, ist das ist von mir aus gesehen, ist mit einer wahnsinnigen Intimität verbunden. Und wenn man in solchen Situationen jemanden zutexten und hinter sie und für sie alles bereden will, dann könnte die Intimität verloren gehen, sagt Matthias Dick. Irgendwann hat man dann alles gesagt, was es zu sagen gibt zu der Situation. Und dann besteht die Gefahr, dass wenn man weiter redet, dass man nachher abrutscht in Allgemeinplätze, in Plattitüde, in Oberflächlichkeiten. Und ich denke, das wäre dann wieder völlig kontraproduktiv. Oder? Also ich denke, das wäre dann wirklich, wie wenn die Situation willst, zu reden. Und dann geht dort, ich denke, das ist jetzt mein Empfinden, das Gefühl von Intimität, das so wichtig ist in dieser Situation, das kannst du kaputt machen. So. Okay, also sich einfach mit jemandem, der in einer Krise ist, treffen und schweigen. Ganz bewusst. Das habe ich jetzt noch nie gemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass es etwas sehr Schönes kann sein, wo kann helfen kann, einfach zusammen still sein. Aber Achtung, still sein ist das falsche Wort, kommt mir gerade in den Sinn. Zina Lautenschläger, die Sprachwissenschaftlerin, hat mir nämlich gesagt, still sein und schweigen, das ist nicht das Gleiche. Schweigen und Stillsein teilen sich die Gemeinsamkeit, dass beides ein Nichts ist. Aber Schweigen ist ein Nichts, dem kommunikative Bedeutung zugemessen wird. Und Stillsein ist ein Nichts, dem diese kommunikative Bedeutung fehlt. Wir können ja nicht rund um die Uhr, wir sind ja nicht rund um die Uhr dabei, zu kommunizieren. Und wir sind auch deswegen nicht rund um die Uhr dabei zu schweigen, sondern wir haben auch einfach ganz häufig kommunikative Ruhepunkte, die ich dann als Stillsein bezeichnen wollen würde. Okay, also nochmal. Wenn man still ist, hat es in dem Moment keine Bedeutung. Man ist vielleicht einfach müde und still. Wenn man aber schweigt, dann macht man das bewusst und damit sendet man gleich irgendein Signal. Schweigen hat also immer irgendeine Bedeutung. Wenn wir schweigen, reden wir zwar nicht, aber mit dem Schweigen sagen wir etwas. Ich habe Matthias gefragt, was er denn in diesen Situationen, wo er mit Freunden oder so schweigt, was er denn für eine Botschaft senden will. Ich denke, das Hauptsignal dahinter ist, ich bin für dich da. Du kannst auf mich zurückgreifen. Wenn du etwas von mir brauchst, bin ich da. Aber wenn es für dich im Moment so stimmt, dann müssen wir das Thema nicht weiter vertiefen. Aber ich denke, ich glaube, der Hauptaspekt liegt drin, einfach im Signal und gegenüber. Schau, wenn du mich brauchst, bin ich da. Ja, es klingt alles wirklich gut. Und hey, warum nicht jemanden in der Krise so unterstützen? Aber irgendwie kann ich mir das gleich noch nicht ganz so konkret vorstellen. Also macht man einfach ab zum Schweigen. Das ist etwas, was ich den Leuten danach ganz bewusst vorschlage. Wenn ich sage, los, wenn du mich brauchst, wir können irgendwo herhocken, können zusammen darüber reden. Wir können aber auch zusammen darüber schweigen. Also, das sind ganz klar von mir die Signale. Hey, noch wenn wir uns jetzt treffen müssen, sind nicht noch einmal ins hundertste Detail und so weiter, die Situation noch einmal durchquetschen und so weiter und so fort. Ein Beispiel ist ein guter Freund von ihm, der sich die Frau von dem aus heiterem Himmel getrennt hat. Beim ersten Mal haben wir noch ein bisschen weit geredet, oder? Einfach für das er seine Wahrnehmung von der Situation. Warum ist jetzt zur Trennung gekommen? Wenn wir das ein bisschen reflektieren können. Und die anderen zweimal ist es einfach wirklich. Man hat so Hallo gesagt und man hat so am Schluss Tschüss gesagt. Und dazwischen war Stille. Und dort habe ich nachher von ihm habe ich später die Rückmeldung bekommen, dass das Momente waren, die er extrem geschätzt hat. Einfach, dass eben, es ist jemand da, der um die Situation weiss, aber man muss es jetzt nicht tot diskutieren. Wo er gesagt hat, dass ihm das wahnsinnig viel Energie gegeben hat, einfach dann nachher für wieder in den nächsten Tag können zu gehen. So. Schweigen, wenn jemand in einer Krise steckt und beide wissen, es gibt momentan nichts zu sagen, aber man hält es zusammen aus. In so einem Kontext heisst Schweigen natürlich etwas ganz anderes, als zum Beispiel, wenn man sich nach einem Streit anschweigt, sagt Zina Lautenschläger.
Wenn man sich streitet, dann wird man das Schweigen, was danach eintritt, niemals als inniges und verbundenes Schweigen interpretieren, sondern der Kontext des Streits legt nahe, okay, die Leute sind jetzt vielleicht verletzt oder müssen erstmal in sich gehen. Es ist auf jeden Fall kein wohlfühliges Schweigen. Genauso wie beim Betreten einer Kirche. Man ist zu zweit und geht in eine Kirche und unterhält sich. Sobald man diese Kirche betritt, wird man entweder gar nicht mehr miteinander sprechen oder nur noch sehr leise flüsternd, weil dieser Ort der Kirche einem so eine Schweigeordnung im Prinzip vorgibt. Und auch da kann man dieses Schweigen entschlüsseln. Also da weiß man, okay, es ist nicht auf mich bezogen, sondern der Ort der Kirche oder der Bibliothek, wo man für gewöhnlich ja auch leise ist oder schweigt, gibt also vor, wie dieses Schweigen zu interpretieren ist. Also die Kontexte sind maßgeblich dafür, was wir in ein Schweigen, was wir in dieses Nichts hineinlesen. Ganz unterschiedliche Interpretationen vom Schweigen. Das hat auch der Matthias Dick gerade eine Woche vor unserem Interview erlebt. Er hat wegen einer Operation ins Spital müssen und ist dort in einem Zweierzimmer gewesen. Als ich dort eingetreten bin, ist ein älterer Herr im Bett nebenan. Der war gerade am Mittag, als ich eingetreten bin. Und er hat gesagt, guten Tag, ich wünsche einen guten Appetit. Dann tue ich keine Schnurren abnehmen. Und dann habe ich mich dort eingerichtet und so weiter, erste Nacht operiert worden und so weiter. Und bis zu seinem Austritt, wir haben kein Wort direkt gewechselt. Kein Wort. Der ältere Herr ist dann ausgetreten und eine Nacht später ist ein Amerikaner ins Zimmer gekommen. Innerhalb von den ersten 2,5 Stunden haben wir voneinander fast alles gewusst. Oder? Einfach so, wo bin ich, wer bin ich, was mache ich und so weiter und so fort. Und dann hat es einen Nachmittag gegeben, wo wir auch kein Wort geredet haben zusammen. Aber die Qualität von diesem Schweigen war komplett eine andere gewesen, als das, was ich mit dem vorherigen Bettnachbar. Oder? Und dann sind wir wieder da. Weißt, wir haben voneinander gewusst. Wir haben gewusst, wenn irgendetwas ist, kann ich den anderen fragen. Ich war in der Mobilität eingeschränkt, dann hätte mir dort etwas helfen können. Er hat jetzt Sprache und so weiter. Man war füreinander da gewesen. Und dann dort nichts zu sagen, ja, dann hat es im Moment einfach nichts zu sagen gegeben, aber es stimmt so, passt. Und das andere, das ist, also für mich ist es eine Belastung, das Schweigen. Jetzt haben wir viel gehört über, ich sage jetzt mal, empathisches Schweigen. Sich jetzt gegenüber hineinversetzen, sich überlegen, wie geht es dieser Person, zusammen eine Situation aushalten. Wie ist es eigentlich mit Schweigen in Konfliktsituationen? Kann Schweigen dann eine Lösung sein? Unbedingt, sagt die Input-Hörerin Anna Tanda. Ich treffe sie bei ihr daheim zu einem Kaffee. Einfach schwarz. Anna hat sich wie der Matthias auf einen Aufruf von mir zum Thema Schweigen gemeldet. Ich habe zwei erwachsene Kinder mittlerweile und einen guten grösseren Freundeskreis, den ich sehr geniessen kann. Ich bin ehrenamtlich engagiert und arbeite 80% in einer Firma, in einer Festanstellung, als Disponentin, Kundendienst, Mädchen für alles. Genau. Und sie setzt in ihrem Alltag ganz bewusst Schweigen ein. Ich merke einfach, dass ich immer wieder in Situationen hineinkomme, wo Schweigen angebracht ist. Sei es Streitgespräche oder heftige Diskussionen gerade im Arbeitsalltag, wo alle am Dreischreien sind oder am relativ laut halt sind, dann merke ich immer, dass es gar nicht viel Sinn macht, jetzt auch noch mich einzubringen. So, und dann schweige ich immer lieber in dieser Situation. Aber, was sehr wichtig ist, nach dem Schweigen, wenn sich alle beruhigt haben, vielleicht so eine Stunde, zwei, dann geht Anna noch mal auf die Person zu. Dann sind die Leute meistens sehr offen dafür, weil sie einerseits ein bisschen oben runtergekommen sind von ihrem Stress, das ist ein bisschen verflogen nach 2 Stunden, und andererseits, weil sie dann merken, oder weil ich das Gefühl habe, sie sind dann offen für konstruktive Kritik. Aus meiner Erfahrung kommt das sehr gut an. Aber wie schwierig ist es für dich, oder im Hitze des Gefechts, es kommen vielleicht Anschuldigungen, die nicht gerechtfertigt sind. Der erste Impuls wäre ja, ich will gerade dagegen reden und mein Argument bringen. Und gerade, hast du müssen lernen, dass du dich zurücknimmst? Ja, das habe ich müssen lernen. Ich habe vorher in einer Firma geschafft, da habe 18 Jahre. Und habe von dem her sehr viel erlebt, sehr viel gesehen auch. Und ich habe dann einfach gemerkt, dass es die falsche Reaktion ist. Dass man wie Öl noch ins Feuer geht, wenn man auch noch reinschreit und es reinschießt. Und dann in der Konfliktsituation innen kann es ja vielleicht, wenn man das
nicht so kennt, die Strategie vom sich zuerst mal zurücknehmen, kann das ja vielleicht auch ein bisschen arrogant wirken? Oder wie hat es da direkte Reaktionen gegeben, in Konfliktsituation, dass sie gefunden haben, was meinst du eigentlich, du, Anna, wieso sagst du eigentlich du nicht dazu? Nein, gar nicht. Ich schaue die Person auch an, während sie mich anschreit oder während sie heftigst an mich anschwätzt oder diskutiert, genau. Und das merkt die Person auch. Sie sieht, ich verfolge es und ich schaue es an. Und wenn sie dann fertig ist mit allem, dann laufe ich nicht einfach raus und schlitze die Tür quasi als Reaktion, sondern ich drehe mich dann um und gehe dann. Und das merkt die Person auch. Also so, dass es jetzt als arrogant oder unangenehm interpretiert wird, nein, das ist jetzt keine Erfahrung von mir. Die Strategie vom Schweigen setzt Anna auch außerhalb vom Job ein, zum Beispiel mit ihren erwachsenen Töchtern. Ich muss sagen, für mich wäre es nichts oder für mich wäre es schwierig. Irgendeine hitzige Diskussion würde es mir, glaube ich, schwer fallen, mich einfach komplett zurückzunehmen und im Moment gar nichts zu sagen. Und ja, das ist sicher auch eine Typfrage, haben wir dann noch gesagt. Jetzt haben wir gehört von Schweigen in Krisensituationen und Schweigen in Konfliktsituationen. Und gleich ist doch da immer noch so etwas, dass Schweigen eigentlich schlecht ist. Oh gut, bei Paarbeziehungen. Da ist doch ganz wichtig, dass man immer alles zusammen bespricht und klärt. Aber ist das wirklich immer so? Der Arnold Retzer, Psychologe und Paartherapeut aus Deutschland, hat da eine andere Meinung. Er sagt, als Paar müssen wir unbedingt auch einfach zusammen können schweigen. Ich glaube, dass das sogar ein wichtiges Kriterium von gut, funktionierenden Paarbeziehungen sind, dass man gemeinsam schweigen kann, dass man nicht jeden, ich sag's mal auf Deutsch, Scheißdreck ausdiskutieren muss, sondern gerade das gemeinsame Schweigen kann zu einer Form von, ich will mal sagen, inniger Bindung führen, die durch Reden vielleicht gar nicht in dieser Form erreicht werden kann. Eine intime Verbindung durch das Schweigen, so wie sie der Matthias vorher beschrieben hat, leuchtet ein. Der Arnold Retzer geht aber noch weiter. Er sagt, man müsse manchmal schon eine Güterabwägung machen. Lohnt sich jetzt das wirklich anzusprechen? Oder könnte man es nicht einfach sein? Würden wir uns vielleicht einiges ersparen, wenn ich jetzt einfach schweige? Darum sein Tipp, seinem Partner, seiner Partnerin nicht immer sofort alles sagen, was man denkt. Das ist am Anfang einer Paarbeziehung sehr nützlich, wo man gefragt wird, was denkst du gerade, was fühlst du gerade. Mit fortschreitender Dauer der Paarbeziehung sollte man sehr vorsichtig sein, wenn man gefragt wird, was denkst du gerade, was fühlst du gerade, weil das authentisch abzusondern zu einem bunten Abend und zu Streit führen kann, weil man gerade an die attraktive Nachbarin gedacht hat. Manchmal ist also tatsächlich Reden Silber und Schweigen Gold. Input. Und jetzt kurz vor Schluss noch ein Blick hinter die Kulissen vom Input-Podcast. Bei dieser Folge hier sind jetzt ja gerade zwei Expertenstimmen aus Deutschland vorgekommen. Und jetzt könnte man sich zu Recht fragen, hallo, Schweizer Podcast, wieso gibt es nicht Schweizer Expertinnen und Experten, die man befragen könnte? Und die Antwort ist so, unbedingt, wir probieren eigentlich, wenn immer möglich, Leute aus der Schweiz zu befragen. Aber, und das ist man sich vielleicht als Hörerin oder Hörer manchmal gar nicht so bewusst, es ist zum Teil ziemlich schwierig, Expertinnen und Experten zu finden. Die Person muss zum Thema etwas zu sagen haben, muss einigermaßen gut reden und häufig das Schwierigste, die Person muss sich Zeit nehmen und bereit sein, öffentlich zu einem Thema Auskunft zu geben. Zum Beispiel eine Sprachwissenschaftlerin, die schon seit mehreren Jahren zum Thema Schweigen forscht, habe ich in der Schweiz nicht gefunden. Auch ein Psychologe, der sich vertieft mit dem Schweigen befasst hat, habe ich nur in Deutschland gefunden. Also, wenn immer irgendwie möglich, aus der Schweiz und manchmal müssen wir halt ins Ausland telefonieren. Einfach mal schweigen. Für mich ist die kleine Reise in die Welt vom Alltagsschweigen ein richtiger Augenöffner, oder sagen wir, ein Ohrenöffner gewesen. Für mich hat Schweigen den negativen Touch definitiv verloren. Klar, Schweigen kann auch als Machtinstrument gebraucht werden. Schweigen kann auch brutal sein. Aber, das haben wir jetzt gehört, Schweigen ist eben nicht einfach immer nur schlecht. Manchmal ist Schweigen die beste Antwort.
Ich bin beeindruckt, wie bewusst Anna oder Matthias Schweigen einsetzen und nehme mir vor, Schweigen auch in mein Rhetorikrepertoire aufzunehmen. Das war es für diese Woche von Input. Rückmeldungen oder Themenideen sehr gerne per Mail an input.srf3.ch oder mir direkt auf Instagram. Mein Name ist Matthias von Wartburg. So, und jetzt schweigen.